magst du mich grüßen? Hallo, ich bin die Valentina, das ist die Sophie und wir haben heute für euch ein ganz schnelles, selbstgemachtes, zuckerfreies Schokoladenrezept, das urgut schmeckt. Yay! Ich hab's geschafft, ohne mich zu verreden. Ihr braucht 4 Zutaten für das Haupt-, für das Grundrezept, Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Bye. Danke, Sophie, habe ich dieses Rezept gefunden und sie war so lieb und hat das heute mit mir gemacht, sonst wäre dieses Video nie zustande gekommen. Welche Schritte müssen wir machen, damit es zur Schokolade kommt? Also wir geben das Kokosfett in einen Topf, der im Wasserbad schwimmt. Yay! Es schwimmt! Dann kommt das Kakaopulver dazu und alles gut verrühren. Rühren, einfach rühren. Dann Zucker dazu, also Birkenzucker oder Kokosblütenzucker. Oder Rohrzucker oder wer es auf die klassische Art mag. Normaler Zucker. Wir machen die gesunde Variante, deshalb versuchen wir Industriezucker nicht zu verwenden. Und eine Prise Vanille. Wer es geil mag, tut rund Kokos dazu. Ich habe sogar Kokosraspeln. Sehr geil. Die können wir auch dazu tun. Und... Es war gerade meine Schwester, die an der Kamera angekommen ist. Dann kommen sie in die Silikonförmchen rein oder in kleine Muffinförmchen, das ist beliebig. Ich habe sowieso nur große Muffinförmchen, also von dem her tue ich sie auch in große Muffinförmchen. Und wir werden sogar ein bisschen experimentieren. Und ich habe Himbeerpulver, das ist extremst geil. Das werden wir in die Formen noch am Boden sprühen, bröseln oder prieseln. Reingeben. Ja, reingeben. Damit das dann nachher quasi on top drinnen ist. Und dann bin ich gespannt, wie das schmeckt. Okay. Verkackt. Was ist das für ein Topf? Ja, das ist nicht so der perfekte Schokoladen-Shit-Topf. Willst du es mit einem Löffel machen? Also es ist besser, ihr macht es mit einem Löffel. Also so geht's nicht, meine Lieben. So geht's nicht. So geht's auch nicht. Aber der Rest ist okay. Tada! Was ihr auch tun könnt, ihr könnt sie aufs Fensterbrett stellen. Dann werden sie auch schneller hart. Also das waren die mit Himbeere. Ich habe keine Ahnung, mit was das war, man sieht es nicht mehr. Es ist eine Überraschung. Also ja, so sieht das dann aus. Kokos. Kokos. Diese Formen solltet ihr nicht draußen stehen lassen, weil sonst habt ihr Schokoeiszapfen. Keine Scheiße, und das darf ich jetzt aufräumen. Wow! Supi, aber dafür sind sie hart. Und ja, es hat unten auch etwas angerichtet. Gott sei Dank wohnt unter uns keiner. Ja, das war's. Es geht easy cheesy. Easy cheesy. So geht's nicht. Easy cheesy. So geht's auch nicht. Easy cheesy. Sonst habt ihr Schokoeiszapfen. Es hat nicht ganz so
perfekt funktioniert wie erhofft, aber das ist bei meinen Videos ja irgendwie Standard. Aber, wie ich so gerne sage, es zählen die inneren Werte und nicht das Äußere. Und es trifft auf Essen sowieso zu. Wir haben schon leicht gekostet, die schmecken super, weil die haben wir jetzt mit Kokoszucker gemacht. Und die ihr am Anfang bzw. am Ende und zwischendurch auch seht, das sind ihre. Die hat sie schon vorproduziert, also mit mir schafft man es nicht so schön. Es gibt zusätzlich zu diesem Video auf ihrem Blog Bibify, der jetzt ganz neu ist, gibt es auch einen Blog-Eintrag zu diesen Schokoladenkünsten. Mit Hintergrundstory und dann natürlich nochmal das Rezept. Das heißt, schaut unbedingt auf ihren Bibify-Blog vorbei. Ich werde es unten in der Infobox verlinken. Diverse andere Social Medias von lasst es euch schmecken, weil sie sind richtig gut. Und unbedingt im Kühlschrank aufbewahren, weil sonst zerlaufen sie. Weil Kokosöl und Zimmertemperatur kein Freund. Wir hoffen, es hat euch geschmeckt. Oder nein, das Video hat euch geschmeckt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Das Rezept hilft euch, eine Naschalternative zu finden, die wirklich lecker und extrem leicht ist. Und gesund. Und gesund, das Finale davon. Danke, Sophie, dass du mit mir dieses Video gemacht hast. Danke, gerne. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr... Sophie ist so klein, ich bin so groß, es ist so schwierig, einen Enkel zu finden, wo sie nicht winzig ausschaut und ich nicht riesig, deshalb muss sie auf Zehenspitzen stehen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr das Rezept ausprobiert habt und wie ihr es findet. Uns würde das sehr interessieren, ob andere das auch so schön schaffen wie wir. Lächeln nicht vergessen. Du musst es auch machen. Lächeln nicht vergessen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ah ja, PS, es kommen mit ihr auch auf jeden Fall noch mehr Kochvideos. Also bleibt auf meinem Channel, wenn euch solche Kochvideos gefallen. Kochvideos der etwas anderen Art. Haha. So seriös, oh mein Gott. Ich leck jetzt alle vom Tisch ab. Warte, 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 lass mich noch bitte snacken. Vielleicht muss ich auch snacken. Oh Gott, das ist so geil.